Hallo und willkommen in der neuen Folge von Horizon Forbidden West. Wir haben Hades gefunden. Silence hat sich auch kurz gezeigt. Und wir sollen eine Tür für Silence öffnen, in der er natürlich nicht rein kann. Und ja, das werden wir in dieser Folge machen. Und ich denke mal, wir werden ein paar Antworten bekommen. Hoffe ich mal. So, dass ich, da ich jetzt Feuerklima, hoppala, entfernen kann. Halt die Klappe, Silence. Okay, er hatte recht. Na endlich. Ich glaube, ich bin drin. Dann geh ruhig weiter. Wenn ich mehr Feuerglimmer finde, könnte ich ihn da auch benutzen. Konzentrier dich auf die Aufgabe, Aloy. Machen wir. In der Weise hat er eigentlich gar nicht unrecht. Gar nicht so viel rumtrödeln, schauen, dass wir weiterkommen. Oh, was sehe ich denn da? Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Hier ist alles überschwemmt. Ich hasse Wasser. Auf der anderen Seite ist noch eine Tür mit Generkennung. Wenn es Gaia-Backups gibt, sind sie bestimmt dort. Ich muss irgendwie darüber kommen. Ja, jetzt schauen wir uns da erstmal um, ja? Ja, schau, da ist ja auch was. Nee. Da ist ein Datenpunkt, den ich nicht vorlesen werde. So, dann rüber mit uns. Kommt mir bekannt vor. Ich kämpfe mich durch verfallene Ruinen, während du durch meinen Fokus spionierst. Werd nicht nostalgisch und such lieber weiter nach einem Backup. Hab mich lieb. Ich muss jetzt wieder in die Steuerung kommen. Ist lange her, dass ich gespielt habe. Und ich bin auch auf einem neuen Rechner unterwegs. Also falls die Audio und so noch nicht ganz stimmig sein sollte, dann schreibt es mir bitte wieder in die Kommentare. Dann justiere ich nach. Komm. Ja, nicht weiter hoch. Darüber. Darüber. Eloy. Was war das? Können wir die ganze Springerei nochmal machen? Und nochmal darüber, darüber, dann darüber, darüber. Also geht doch. Hätte doch gleich dahin müssen. Diese Leiter wäre vielleicht eine gute Idee. Weiter. Oi. Ich habe vergessen, wie schön das alles ist. Und ich weiß, wer sich gerade köstlichst amüsiert und scheckig lacht. Svenny. Kommentier das bloß nicht. Was ich sagen wollte, bei Svenny bald sagt, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Der hat es schon vor 3 Jahren, glaube ich, durch. Also es auch ein Exclusive war für PlayStation. Wir doofen PC-Spieler haben ja lange drauf warten müssen. Nein, du sollst da runter. So, jetzt lassen wir aber gleich die Leiter da runter.
Die Tür ist zu. Die Batterie aber ist weg. Daneben ist irgendein Gerät. Eine Energiezelle. Jo. Und wir wissen auch, wo sie hin muss. Hat geklappt. Ja, sowas aber auch. Wow, da wird's aber hell. Was? Och nö, nicht noch eine. Eine hat genügt. Dann hoch da. Ich wette, die ist jetzt wieder im anderen Raum und ich da irgendwie wieder hin. Na komm. Das hat sich verhakt. Kann ich es vielleicht reinschieben, wenn es sich schon verhakt hat? Geht auch. Ja, ah, da war eine alte Schatzkiste. Kann nichts übrig lassen hier. Ansonsten ist eh nichts. Hoppala. Was war das für ein Raum? Da scheint noch eine Konsole zu sein, die Energie braucht. Und nicht nur eine. Ah. Sind die? Ja. Hier ist hat ja auch. Man ist da wieder nach hoch. Sondern um eventuell da hoch zu. Ein bisschen den Tomb Raider. Komm, müsst passen. Da gehe ich weg. Oder auch nicht. Die Steuerung nicht reagiert. Ei, ei, ei. Komme ich aus an die Energiezelle ran? Wahrscheinlich dann hier verwenden muss. Mach die. Mein Freund. Vorbote der Endzeit. Was gibt es denn? Die Modifikation der Einsiedlerspinne. Die separaten Speicher für die Gaia- und Hadesmuster. Tja, das wird viel zu teuer. Ich werde die Tests des Hades-Protokolls nächste Woche ins Hauptquartier von Zero Dawn verlegen. Nur mit der Ruhe, Mann. Lass es mich mal ganz einfach erklären. Baby Hades ist ein fieses kleines Ding. Und es muss in seiner Wiege bleiben. Ein Fehler. Und es unterbricht jeden Datenfluss und jede Stromleitung. Deshalb ist dieses dunkle, gruselige Loch perfekt. Sehr schwierig, ein unerlaubtes Signal rauszuschicken, damit die Cyber-Atomwaffen hier nicht einfach davonfliegen können. Zum Beispiel Draxnet 4. Ich glaube, die Jungs nannten das den Moldavian Brain Hack. Das war ein Projekt der Freigabe Stufe 9. Ah, du dachtest, deine Leute hätten alle Spuren verwischt? Tja, der alte Trev hat genau hingeguckt und noch welche gefunden. Nein, Hades wird bleiben, wo er ist. Bis dann, Teddy. Wenn dieser Ort von der Außenwelt isoliert war, sind eventuelle Gaia-Backups nicht gelöscht worden. Sicher vor Ted Farrows Versuchen, Gaias Apollo-Datenbank auszulöschen. Wir ja sehen. Oh, was machen wir zuerst? Die Konsole ist abgeschaltet.
haben wir denn hier? Ja, gelohnt. So, und jetzt die da hinten. Auch nicht groß. Elizabeth und Travis Tate. Oh Mann! Ich sag's dir, Liz. Nach der Nummer musst du mich lieben. Ah, ich habe mir vorgestellt, wie die Fasinestrottel diese falsche Gaia öffnen. Und ich dachte, dass sie wissen müssen, dass sie von uns kommt. Das ist kein Streich, Travis. Ich habe nur einige Avatare gescriptet. Was von dir, was von mir. Um unsere Botschaft persönlicher zu machen. Kannst du sie einfach schicken? Sobald sie kompiliert wurde, dann sollten wir beide feiern. Ich habe Partyutensilien dabei, Pizzarollen, Absinth und ein paar Foodbags. Sobald wir hier fertig sind, gehe ich zu Bryce zurück. Ich bin verwirrt, Liz. Wie kann jemand wie du, fast schon eine Heilige, die Welt so sehr lieben, aber alle darauf hassen? Ich meine, hast du überhaupt Freunde? Kompilation abgeschlossen. Datei wertloses Versprechen bereit für Übertragung. Erweist du mir die Ehre? Logikbombe gezündet. Ab geht's, ihr Farsi-Spinner. Sei einfach weiter der Beste in deinem Feld, Travis. Ich bewundere dich aus der Ferne, Liz. Ich schwöre es auf Mamas Grab. Und sie war religiös. Travis lag falsch. Elizabeth wollte dem Leben eine Zukunft sichern. Ihr lagen alle am Herzen. Na, ich weiß nicht. Die Außergewöhnlichen gehen einen einsamen Weg, Aloy. Wie wir beide sehr gut wissen. Du so außergewöhnlich bist, da bin ich mir nicht so sicher. Asch. Glaube ich, die Tür da oben. Noch eine Platte, die ich aufziehen könnte. Ich muss höher klettern, um ranzukommen. Komm, lass runter. Bin ich schon wieder klettern. Bleib ja da. Nix. Weiter. Ah. Glaubt ihr nicht, dass das so geplant war? Schon mal erwähnt, dass ich die Kletterei hasse. Aber schon, ne? Wo soll ich hin? Irgendwo nach oben geht, ne? Oder habe ich gerade einfach nur
Hier aus komme ich mit dem Zugkörper wohl nicht ran. Doch, doch. Ich muss springen. Bitte fall nicht runter. Oh. Springen geht nicht. Jetzt hin? Aber wenn ich gleite... Ah, okay. Wir haben... da geht's nur um eine Kiste. Will ich die haben? Ich glaube, von hier aus komme ich nicht zur Tür. Aber da war eine Kiste. Oh. Ja. Schon? Ich? So. Am Stiefel. Ja, das ist unangenehm. Ja, jetzt, nur weil ich die Kiste geholt habe, komplett zurück. Und nicht gerne ernst, oder? Was ist dann hier? Da anhalten konnte? Nix. Machen wir das nochmal. Ist ja so schön. Geht dann ja so gerne. Nochmal. 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 Nein. Die Leute, nein. Na komm. Nicht so theatralisch. Fallen mit Stil. Ein weiterer Teil der Anlage. Das sehe ich mir mal an. Das ist auf jeden Fall Feuerglimmer. Also ich krieg gleich wieder mal eine vor den Latz, wenn Eloy nicht wieder weggeht. Was schon. Ist darin? Noch eine versperrte Tür. Was ist mit der Konsole daneben? Oh Mann, wie laut... Ah komm, spiel ab. Oh Mann! Wie laut ist es da draußen? Außerhalb des Lärmfilters? 150 Dezibel. Dann haben wir wohl etwas Ruhe. Was steht an, Trav? Wir sind lange befreundet. Aber ich habe nie gesehen, dass du wen betrügst. Warum jetzt bei Fast Zenith? Ich wollte es dir erzählen. Sie kriegen eine Gaia-Kopie. Ich darf mit auf die Odyssee. Aber ich hab gesagt, wir brauchen zwei Plätze, weil ich meinen Freund Trav mitbringe. Mann, Hank! Klingt, als wäre der Lärmfilter kaputt. Geht's dir gut? Geht schon. Ich hab hier einen persönlichen Filter, siehst du? Ich weiß, dass du nicht gut hörst, aber siehst du den Text? Der alles transkribiert, was ich sage? Gut. Während ich da draußen auf 170 Dezibel aufdrehe, könntest du den Übertragungscode eingeben? Na also, das war's schon? Cool. Danke, Hank. Gut gemacht. Sicherheit? Hank Shore steht zur Abholung bereit. Oh,
Er atmet noch. Vielleicht bringt ihr aber eine Schaufel mit. Puh. Oha. Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Die Konsole hängt mit der Tür zusammen. Man braucht irgendeinen Code, um diese zu öffnen. Ja, dann werden wir uns den wohl besorgen müssen. Da sind Daten. Von Travis Tate. Hier wurde jede Menge Malware produziert, bevor sie Rodorn übernahm. Und eine davon hat eine Nummer. Nummer wird wohl der Code sein. Na, also. Geht doch. Läuft. Und wer geht dann wieder? Hurra. Haben wir ja heute in der Folge noch nicht. Kein Deal mehr, Tilda. Zero Dawn hat die Ektogenese-Kammern. Far Zenith braucht die Apollo-Datenbank. Es gibt keinen Grund, diesen Vorfall... Du wolltest Gaia stehlen. Ich hatte nichts damit zu tun. Und du hast die Verantwortlichen bestraft. Dank deiner Logikbombe kämpfen sie um ihre lebenswichtigen Systeme. Ich soll also wirklich glauben, dass du nichts davon gewusst hast? Bitte, Liz. Die Chancen der Menschheit sind so schon gering. Auch wenn du unseren Plan nicht gutheißt. Was, wenn wir als Einzige überleben? Sollten wir dann nicht Apollo haben? Um uns an die Vergangenheit zu erinnern? Unsere Fehler? Ich bitte dich. Gut. Du bekommst eine Kopie von Apollo. Danke. Wir reden nochmal vor. Leb wohl, Tilda. Jetzt reicht es. Zeit loszulassen. Elizabeth hörte sich am Ende traurig an. Ich glaube, das war was Persönliches. Allerdings. Ach ja, der ist ja auch noch da. Da ist die Tür. Ich komme näher. Warum können Ruinen nie vollständig werden? Ei! Ja, hätte ich weniger gequatscht und mehr geschaut, hätte es ja wissen müssen. Kann ich das alles nochmal machen? Ja, also, eigentlich nicht. Aber langsam wird die Folge lang. Das ist nicht gut. Ich habe mir vorgestellt, wie die Fasine-Strottel diese falsche Gaia öffnen. Und ich dachte, dass sie wissen müssen, dass sie von uns kommt. Wer quasselt da drin noch immer?
Flügel hält. Ah, hielt der? Ich sollte rübergleiten können. Und wenn wir dann drüben sind, bitte, wenn wir da oben rausgehen, willst du nicht wieder runter, ja? Wäre dann sehr angenehm. So, du gehst darauf, ja? Ja? Sehr schön. Wo lang jetzt? Meine, viele Möglichkeiten habe ich gar nicht. Ihn überhaupt? Ah. Komme ich nicht ran. Rausgehen. Halt nicht. Hier. Hier komme ich ran. Ist das schön, die Springerei. Von hier aus werde ich ja noch nicht rankommen, ne? Vielleicht doch. Okay, das war das überflutete Labyrinth. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Treten Sie ein. Oha! Das Ding ist ja riesig. Der Strom ist weg. Nur für die Konsole nicht. Es ist feucht hier drin. Hoffentlich hat das Wasser nichts Wichtiges beschädigt. Das Backup zum Beispiel. Fang an zu suchen. Bin schon dabei. Genetisches Profil bestätigt. Guten Tag, Dr. Sobek. Möchten Sie Einsiedlerspinne aktivieren? Möchte ich. Ich weiß nicht, ob ich das will. Okay, wird hochgefahren. Das klingt gar nicht gut. Ja. Scheint instabil. Und sehr schwer. Pass auf. Wenigstens habe ich Strom. Und es gibt hier Daten. Anscheinend ist diese Einsiedlerspinne ein Testapparat für Gaia und Hades. Ich sollte mir das Zugriffsfeld anschauen. Ja. Leg los. Warum kriege ich hier rein Holz? Fürchte schlimm ist. Okay. Diese runden Kapseln sind wohl Speichereinheiten. Eine mit Hades-Backups, die andere mit Gaia-Backups. Worauf wartest du noch? Hades ist unten, aber der Gaia-Behälter klemmt. Dann entklemm ihn eben. Nicht ganz stabil.
Hoffentlich hast du es nicht beschädigt. Da es jetzt unten ist. Nein. Hab eins. Zwei sogar. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Datenfußabdruck gering. 98% Speicher? Das kann nicht stimmen. Gaia war eine Superintelligenz. Man kann nicht erwarten... Psst. Systemkern. Keine Unterfunktionen? Die Kopie ist nicht komplett? Nein. Eher ein Samen, aus dem Gaia wachsen könnte, wenn sie Unterfunktionen für eine heuristische Matrix hätte. Also ist das nutzlos? Ich fürchte, ja. Ohne Unterfunktion. Aloy, du hast alles gegeben. Wofür? Für nichts? Vielleicht ist die Rettung der Welt für eine Person zu groß. Selbst für dich. Warte. Ohne Unterfunktionen ist sie nutzlos, aber es gibt Unterfunktionen. Da draußen. Die ursprünglichen. Die verstreut wurden, als Gaia sich hochgejagt hat. Die können überall sein. Du wirst sie nicht rechtzeitig finden. Selbst wenn, hat das Signal sie mutieren lassen wie Hades. Du weißt gar nichts. Sicher weiß ich. Viel sogar. Wenn es klappt. Ah. Der Versuch war's. Haben wir was? Minerva. Aber keine Verbindung. Nicht weit. Die Berge westlich von Rheinklang. Nah genug, um sie zu holen. Ich hatte gehofft, alle Unterfunktionen zu finden. Aber eine ist immerhin ein Anfang. Genau. Stellst du Minerva wieder her? Kann man damit Gaias heuristische Matrix auslösen? Und ist sie bei Bewusstsein, sucht sie mit mir die anderen Unterfunktionen. Ich sammle sie ein. Und baue sie Stück für Stück wieder auf. Sehr clever. Glaubst du noch, ich kann die Welt nicht alleine retten? Ah, naja. Also das. Warnung, Eindringlinge, Warnung. Aloy, du musst genau zuhören. Die Eindringlinge wollen genau dasselbe wie du. Gaia ist neu geboren, daher sind sie hier. Freunde von dir? Nein, sie kennen mich nicht. Der Datenimpuls, den ich übertrug und der auf ein mögliches Gaia-Backup hier hinwies, war anonym. Sie sind sehr mächtig, aber sie werden dir nicht wehtun. Nicht, wenn sie sehen, wer du bist, was du bist. Ein Klon von Elizabeth Sobeck, ein genetischer Schlüssel zum Neustart von Gaia und dem Aufbau des Systems. Sie brauchen dich. Ich hab dich gewarnt, Silence. Akzeptiere doch einfach das Unvermeidliche. Öffne die Luke. Zuerst rette ich Gaia und die Welt, dann suche und vernichte ich dich! Ich versuche dir hier zu helfen. Belausch mich mal damit. So, neuer Fokus ohne Spyware. Okay, denk nach. Denk. Mir egal, wie mächtig die sind, diese Luke da kann allein ich öffnen. Aber finde ich einen anderen Weg raus? Das Wasser hat eine Strömung. Schwach, aber vielleicht ein Weg raus. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte treten Sie ein. Vielversprechend. Bitte? Thank you.
Haben wir's? Fantastisch. Kam der Impuls denn von hier? Hat jemand... Stimmt was nicht? Mist! Phantome, Beta! Tja, hast du eine Ahnung, was ein Klon von Elisabeth Sobeck hier will? Vielleicht war es Gaia, als es sich zerstörte, eine letzte Hoffnung für das System. Das klingt gar nicht gut. Nee, nein, danke. Verzichte. Aber die Erfindung... Nein, schon genug Probleme. Eric! Ja? Wie wär's mit ein wenig Downsizing? Sicher. Was, wenn sie den Impuls schickte? Dann war das töricht von ihr. Aber wir haben, was wir wollten. Setzen wir es ein. In VR töte ich ständig. Aber dieses Zittern, wenn das Leben entweicht... Das bekommt kein Holo hin. Klapper nur schön weiter. Mach dich zum tollen Ziel. Du meinst, dieser primitive Schrott kann mir etwas anhaben? Oh Mann, das wird lustig. Oh nein. Ich wünschte, ich könnte dich mitnehmen. Ich kann nichts ausrichten. Ich muss hier irgendwie raus. Er ist zu nah. Ich schaff's nicht. Ja, komm hier rüber. Komm. Soll das eine Waffe sein? Ja. Das ist so. Unnötig. Jetzt kann ich die Kopplungen zerstören, die das Ding halten. Stefan! Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Eine weniger. Was hast du vor? Geht dir gar nichts an. Da drüben bist du nicht sicher. Ich brauche mehr Munition. Aua. Na also. Na los! Schieß auf mich! Nicht da drauf! Ich wünschte, es würde nicht so... Ah, seine. Geschafft! Schluss mit dem Quatsch! Und jetzt? Ah, da ist noch eine. Zu zerstören bringt nichts, Aloy. Na komm, los, komm schon. Ich muss den Hauptrad kappen. Woher weißt du meinen Namen? Sehr gut, das wird interessant. Zeig mir. Ben hat mich von Kopplung gehalten. Ich muss alle abschießen. Aua. Da. Da sind noch zwei Kopplungen am Draht. Greif mich an! Nicht die dumme Maschine!
Dumme Maschine wird dir gleich auf den Kopf fallen. Ist nicht dasselbe, wie echt zu sein. Nur noch eine! Komm und kämpfe! Wo ist denn der? Ich wollte schon so lange einen echten Kampf. Ja, piss dich. Wenn es abstürzt, wird's dich umbringen. Besser als dir den ganzen Spaß allein zu gönnen. Was sollte das? Dass ich töte, was du tot haben wolltest? Was denkst du dir bloß? Die Plattform ist eingestürzt und die Leiche mit ihr. Okay. Und seit wann kriegst du nicht mehr, was du willst? Phantome suchen. Ich muss einen Ausgang finden. Da fließt Wasser. Ob es mich zum Ausgang führt? Wahrscheinlich. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Ich sag schon mal tschüss. Vielleicht geht's Mist. Vielleicht geht's da unten weiter.